Herzlich willkommen bei Spiel am TV. Wir spielen heute Caminos, ein etwas unbekannteres Spiel. Mhm. Aus der Schweiz. Richtig. Sogar der Gewinner des Swiss Toy Awards 2011. Ja, das ist so eine Art Spiel des Jahres, nur für die Schweiz. Mhm. Also muss es ja gut sein. Und es hat Tetris-Steinchen. Yay! Voll cool. Ja. Die Firma, die Stiftung Brandy, die das Spiel entwickelt hat, die engagiert sich sehr stark für Behinderte in der Schweiz, haben auch Wohnungen für Behinderte und Wohnheime. Ja, beziehungsweise Werkstätten. Und in diesen Werkstätten entstehen unter anderem auch die Spiele. Genau, und die sind auch wirklich handgemacht, komplett. Ja. Also die Spiele, die sie verkaufen, sind komplett handgemacht. Und deswegen ist es auch vom Preis her etwas gehoben, ne? Ja, aber es ist für eine gute Sache, von daher kann man das durchaus als gerechtfertigt bezeichnen. Genau, das Geld, was die dadurch verdienen, das kommt den Behinderten zugute. Und das ist ja eine gute Sache eigentlich. Genau. So, wie spielt man das? Also es ist erstmal was Besonderes, es ist ein dreidimensionales Spiel. Ja? Das heißt, man hat nicht nur das Spielfeld vor sich, sondern man muss auch ein bisschen dreidimensional denken, sage ich mal. Das ist nicht erlaubt, wie du weißt. Ich weiß, das ist nicht erlaubt. Das Ziel ist relativ simpel. Ich muss mir mit meinen grünen Steinchen versuchen, einen Weg von hier nach da zu bauen. Oder von da nach da. Oder von da nach da, während Sascha versucht, das Ganze mit seinen gelben Steinen zu machen. Das Besondere ist, die Steine müssen immer irgendwie Kontakt zum Spielfeld haben. Das heißt, wie es der Sascha eben gemacht hat, ja, hier so. Das ginge nämlich nicht. Und so, das geht nicht, weil ja der obere Stein hier keinen Kontakt zum unteren Feld hat. Ja. Das hier können, das hier. Nein, das geht auch nicht, da darf keine Luft drunter sein. Stimmt, es darf keine Luft drunter sein. Keine Luft drunter? So wäre dann möglich jetzt. Wenn jetzt einer stehen jetzt hier würde, dann könnte ich das schon machen, weil da keine Luft drunter wäre. Genau, genau. Aber wenn ich jetzt einen hier liegen habe und würde den daneben so stellen, sage ich mal, geht nicht, weil hier Luft unten drunter ist. Nur wenn da auch schon was liegen würde. Also man kann, genau. Also das geht so, dass diese Wege, die wir verbinden müssen, dass die von oben gesehen, also von der Vogelperspektive, müssen eine Verbindung ziehen. Genau. Das heißt, es muss jetzt so nicht zusammenhängend sein. Also jetzt mal ein doofes Beispiel. Er hat jetzt das mir... Warte mal, wie machst du am besten jetzt? machen wir es doch mal so. Also er zieht hier durch und ich baue das hier zu. Das heißt, grün ist nicht mehr verbunden, auch wenn es jetzt theoretisch unten drunter verbunden wäre. Dafür ist gelb verbunden. Das sieht man auch hier in der Schachtel. Ich halte es mal da so ein bisschen hin, da erkennt man das ein bisschen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen da sieht man da den Weg durch. Also von daher. Ich glaube grüne Steine. Genau. So, dann haben wir noch diese besonderen blauen Steine. Die können wir zwar mitspielen, müssen aber nicht unbedingt. Mit denen kann man sich am Anfang eine kleine Strategie zurechtlegen, also man kann die platzieren. Und ich meine, so kann man zum Beispiel nicht mehr wirklich legen an der Stelle, weil man kann ja nicht in der Luft bauen. Genau. Und man kann die auch hinlegen, um Gegner zu blockieren. Beziehungsweise ihn dazu zu bringen, drüber wegzubauen oder dran vorbei. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde sagen, ich spiele jetzt mal eine Runde mal mit. Gucken, ja, genau. Was passiert. Okay. Mal einfach mal mit. Also das heißt, wir können jetzt jeweils einen davon legen. Genau, fang du mal an. Okay. So, das wäre jetzt unsere Startposition, die wir jetzt spielen müssen. So. Und jetzt legen wir abwechselnd immer einen Stein drauf und gucken halt, dass wir es schaffen, eine Seite zu verbinden. Genau. Und den Gegner davon abseilen, dass er es nicht schafft. Richtig. Cool. Fängst du an? Ich würde sagen, dass du anfängst. Nö, du hast den ersten Stein gelegt, ich habe den zweiten, okay. Also dass dann du fang anfängst. Ich an. Gut. So habe ich nämlich eine Ausrede, wenn du gewinnst. Es ist halt ein ziemlich simples Legespiel, aber auch trotz der Simpel. Trotz der Simpelheit-Dingbums hier ist das sehr strategisch ausbaubar auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist interessant. Ich weiß gerade zwar nicht, warum ich es gemacht habe, aber hey, wird schon einen Grund haben irgendwie. Hm.
Also ich habe jetzt zum Beispiel mal eine Linie hier rüber bis hierher. Das ist verbunden. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera da oben sieht, aber... Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich es nicht mehr. Jetzt hat er mich komplett blockiert hier gerade. Das heißt, ich muss jetzt anders das Problem lösen. Anders da. Anders da. Mhm. Man sieht da drin im Spalter nichts mehr. Mhm. Okay. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass du da hier nicht baust, denn sonst ist für mich das Spiel vorbei. Genau, das meinte ich nämlich. Das ist jetzt interessant, ehrlich. Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht lege, dann hast du mich gewonnen. Ich habe, glaube ich, gewonnen. Ich habe gewonnen. Du hast gewonnen? Ich verdammte gewonnen. Scheiße. Ich habe echt gewonnen. Verdammt, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich war die ganze Zeit darauf hier. Also da, man sieht, ich habe von der Seite hier verbunden bis zu der Seite hier. Also skandalös. Da und da. Ja. Revanche. Das habe ich jetzt aber auch nicht gleich gesehen, ehrlich jetzt. Ich habe gewonnen. Es ist ein sehr schnelles Spiel, wie ihr sehen könnt. Also so eine Runde geht ein paar, zwei, drei Minuten, dann ist es vorbei. Jetzt fange ich aber gleich mal an. Okay. Dann lege ich das hier hin. Mhm. Klar. Geh rein. Und ich hab gewonnen. Echt? Ach fuck. Nein! Nein! Oh, okay. Damit man sieht. Dann habe ich jetzt auch nicht gesehen gerade. Ich weiß auch nicht. Krass. Flupp. Sehr gut gemacht. Ja. Ja, das geht sehr fix. Also manchmal sitzt man eine Weile, aber manchmal ist die Runde auch zack, fertig. Das Tolle an dem Spiel ist, ja, man kann es auch ein bisschen schwieriger spielen. Ja, es gibt noch eine andere, die können wir kurz mal zeigen. Ja. Na. Da zum Beispiel, da kann man nicht auch gleich schräg. Moment, eins, zwei, drei, genau so rum, mhm. Vier. Oder? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ja. Ach, und Gott. Dann haben wir noch eine Seite. Da ist noch eine Lücke in der Mitte. Ja, das sieht auch recht interessant aus. Mhm. Du, wir können echt mal die mal kurz komplett durchspielen. Also jedes Mal, jedes neue Spiel mal neue. Na klar, warum nicht? Da hättest du das auch vielleicht rauslassen können, aber na gut. Egal. Du darfst jetzt anfangen. Ach mit so. Dem blauen Steinchen. Okay. Hm, was hier? Gut. jetzt muss er echt ein bisschen umdenken, weil es ist jetzt ein bisschen anders hier mit dem Schrägen. Anders, da. Du kannst nämlich nicht mehr gerade bauen, du musst jetzt immer so zickzack oder halt. Ja. Anders da auf jeden Fall. Anders da. Viel anders da. Viel anders da. Ja, gell? Woll. Mhm.
Das ist fies. Muss ich gucken, was du da treibst, ne? Das weiß ich selber nicht. Okay. Nein, das ist Luft. Ah ne, doch nicht, ich dachte gerade. Ist noch nicht verbunden da drüben. Nee. Mhm. Das ist die noch, um dich da abzublocken. Ja. Ihr kleid Steifi noch. Toll, du hast gewonnen, egal was ich mache, oder? Mhm. Weil wenn ich hier was hinlege, dann kannst du hier verbinden. Mhm. Es sei denn, ich unterbreche das einfach. Ich hätte jetzt schon gewinnen können, gell? Mit dem, mit hier. Guck mal, wenn ich das Ding hier hingelegt hätte, dann hätte ich gewonnen. Nee, dann hättest du das da nicht gelegt. Ich habe aber Verbindung hier rüber dann. Ach verdammt. Das hast jetzt zwei Optionen. Mhm. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das dann kannst du ja kurz mal drehen. Also ich habe jetzt, das ist mir so Zeug gebaut, ich müsste jetzt hier noch eins hinlegen, dann hätte ich gewonnen. Oder ich habe das vorher nicht gesehen gehabt, ich müsste hier jetzt, das Ding passt genau jetzt hier rein und dann hätte ich mich in der Linie und ich glaube, ich nehme diese Option. Und so sind sogar beide verbunden. Aber ist ja jetzt noch nicht fertig, ne? Wieso? Ich bin noch... Nee, ich habe ja das hier abgeblockt. Ach so, ach so. Oh, sehr gut, sehr schlau gemacht. Echt jetzt ein bisschen Arsch. Krass. Aber das hält mich trotzdem nicht dran zu gewinnen. Ach, sei still. Ist eine Lücke drin. Macht mir aber nichts. Wie hieß das hier im Satz? Habe ich gewonnen. Ja. Oder ich setze das ganze Ding hier hin. Dann hätte ich mich auch gewonnen. Nee, halt nicht so, sondern sag mal einfach mal so. Dann habe ich hier zick, 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 zick auch verbunden. Ach verdammt, scheiß die Wand an. Okay, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal ein anderes Brett ja. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Folge, richtig. Bis also, dann. Tschüss.